Guten Morgen, heute mal wieder so ein Video, weil es schon so dunkel ist. Jonah fragt mich, Dr. Allwissend, was kann man gegen Arschlöcher machen? Nun, Jonah, was man gegen Arschlöcher machen kann, ist relativ einfach. Ja. Nichts. Oh. Und du solltest doch nichts mit dem Arschloch machen. Bei Arschlöchern gilt das Mia-Prinzip. Meiden, ignorieren, auslachen. Mia. Oder Ami. Oder I am. Naja, du verstehst schon, was ich meine. Mama Mia! Das wahre Problem, Jonah, ist es vielmehr, rechtzeitig zu erkennen, ob jemand ein Arschloch ist oder nicht. Nicht immer, wenn uns etwas nicht passt, heißt das gleich, dass wir es mit Arschlöchern zu tun haben. Manchmal darfst du eben deine Füße waschen, aber nicht dein Fahrrad. Darfst deinen Hund duschen, aber nicht dein Fahrrad. Weg mit dem Fahrrad, verdammt! Das klingt gemein, hat aber gute Gründe. Wahrscheinlich. Welche auch immer das sein mögen. Auf der anderen Seite passiert es allzu oft, dass wir es mit einem tatsächlichen Arschloch zu tun kriegen. Also nicht so. Was sind das eigentlich für Schilder? Wir die Arschlöcherigkeit dieser Person aber nicht gleich erkennen, weil sie anfangs eigentlich ganz nett, ehrlich oder kompetent erscheint. Deshalb hier nur für dich 10 Anzeichen dafür, dass es sich bei jemandem um ein Arschloch handeln könnte. Oder zumindest jemandem, bei dem man vielleicht etwas vorsichtig sein sollte. Nummer 1. Jemand ist urplötzlich dein bester Freund. Obwohl du mit dieser Person eigentlich nie viel zu tun hattest oder sie überhaupt gerade erst kennengelernt hast, sagt sie Sachen wie: Wann geht denn deine Einweihungsparty los morgen? Ich komme gerne pünktlich. Später ist immer schon das ganze Bier alle. Nummer 2. Jemand macht immer alles schlecht. Nee, Psychologie würde ich nicht studieren. Viel zu viel Theorie. Informatik? Da musst du aber richtig gut in Mathe sein. Kannst du das? Chemie? Du? Die ganze Zeit im Labor? Nummer 3. Jemand wertet dich vor anderen ab. Aber Herr Professor, was der Peter da sagt, das stimmt doch nicht ganz, oder? Meistens, um sich selbst aufzuwerten. Ich habe das hier nämlich auch ausgearbeitet, aber richtig. Viel besser. Richtig schlau. Nicht so wie Peter. Nummer 4. Jemand schmückt sich mit fremden Federn. Natürlich war das Referat eine Gruppenarbeit. Die Recherche, der Text und die guten Ideen kamen von mir. Aber Peter hat dann eine wirklich gute PowerPoint-Präsentation dafür gemacht. Schade, dass er heute nicht hier sein kann. Nummer 5. Jemand ist ausgesprochen hilfsbedürftig. Na gut, es gibt natürlich wirklich ausgesprochen hilfsbedürftige Menschen, aber manche Menschen sind einfach... Ich weiß nicht, du kannst das einfach viel besser. Ey, wie würdest du das schreiben? Ey, ich muss dir unbedingt von dem Stress erzählen, den ich heute hatte. Aber sind dann irgendwie unfähig, diese Hilfe, zurückzugeben. Ja, das hört sich wirklich nach einem stressigen Tag an. Bei mir ist es gerade auch ganz schlimm. Da fällt mir ein, könnte ich dich um einen Gefallen bitten? Nummer 6. Jemand ist cholerisch. Besondere Vorsicht ist geboten bei Menschen, die super lieb und nett zu dir sind. Na klar, können wir zusammen im Referat arbeiten. Ich arbeite gerne im Team. Aber nur so lange bis... Bist du bescheuert? Wir nehmen doch nicht Schriftsatz Times New Roman für eine PowerPoint-Präsentation. Alter Mann! Nummer 7. Jemand lügt. Und dann stand da plötzlich so ein Bär vor mir und ich sage, willst du Stress, Bruder? Willst du Stress? Komm her und zeig, was du kannst. Vielleicht nur ein guter Geschichtenerzähler, aber vielleicht nimmt er es auch in ernsteren Situationen mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Was? Ich soll deine 200-seitige Masterarbeit zerstört haben, weil ich beim LOL-Spielen deinen Laptop vor Wut gegen die Wand geworfen habe? Das war ich nicht. Da kam plötzlich so ein Bär ins Zimmer. Nummer 8. Jemand weiß alles besser. Hä? Nummer 9. Jemand verhält sich offensichtlich wie ein Arschloch. Das nennt man auch das französische Kellnerprinzip. Diese Leute behandeln dich ganz offen wie Dreck, sodass du ihnen dann dankbar zu Füßen liegst, wenn sie doch einmal nett sind. Was willst du denn hier? Du störst mich beim Nachdenken darüber, wie mich hier alles ankotzt. Hey, ich wollte mir nur einen Kugelschreiber? Was? Kugelschreiber borgen. Okay, hier. Danke, danke. Das ist wirklich nett von dir. Nummer 10. Jemand ist pedantisch. Vielleicht nur ein besonders fleißiger Mensch, aber vielleicht kompensiert er mit seiner pedantischen Art auch schwerwiegendere psychische Scheiße. Wir müssen das alles nochmal drehen. Da war die ganze Zeit ein Fleck auf der Linse. Mann! Mit was für Arschlöchern hattet ihr es schon so zu tun und was habt ihr dagegen getan? Ich persönlich habe einfach mal ein bisschen abgeschaltet und bin weggegangen. Tschüss!